Willkommen zurück hier bei Welt. Seit einigen Jahren breiten sich ungewöhnlich stark viele Algen aus oder auch Tange. Jetzt haben US-Forscher im Atlantik den weltweit größten Algenteppich überhaupt vermessen. Er bedeckt über 8.800 Kilometer Länge die Meeresoberfläche. Dazu bei uns Marieb Schibilla. Und kannst du uns sagen, wo kommt das Ganze, der Schmodder, eigentlich her? Ja, eigentlich ist so eine Alge ja kein Problem. Also das ist hier diese sogenannte Sargassum-Alge, heißt die nämlich eigentlich. Das ist eine Braunalge. Wenn wir uns das eben angucken, normalerweise ist die schon ganz gut, weil die bietet zum Beispiel Tieren gewissen Lebensraum. Die produziert durch Photosynthese auch Sauerstoff. Aber, und hier sehen wir eben die Folgen, was passiert, wenn die sich so massiv ausbreitet, dann sind natürlich komplett die ganzen Strände voll. Wir sehen das auch hier, Fische. Meerestiere, vor allem auch Schildkröten, bekommen auch massive Probleme, denn ihre ganzen Nistplätze wären da eben auch bedroht. Und das ist eben wirklich eine Ausbreitung, die ist ja sondergleichen. Denn wir haben eben wirklich, das ist eine ganze Länge, hier wirklich vom Golf von Mexiko rüber bis nach Westafrika. Und das ist natürlich sowieso schon mal sehr erstaunlich, dass man überhaupt diese Länge bekommen hat von 8.850 Kilometern. Man hat das auch ungefähr geschätzt im letzten Jahr. Das hat auch noch ein Gewicht von 20 Millionen Tonnen. Also das ist wirklich also ein absolutes ungebreitetes Wachstum dieser Alge. Und da haben wir natürlich auch die ganzen berühmten Strände, die davon bedroht sind. Wir haben also hier die Karibikinseln, Barbados und ähnliches, Florida, die eine Küste eben auch. Und das Problem ist, ja, wo kommt das eigentlich her? Das Ganze ist eigentlich aus der Sargassosee. Deswegen auch der Name Sargassum. Da sind die normalerweise verbreitet. Und nun eben seit 2011 hat sich das aber massiv vermehrt, weil man im Meer plötzlich mehr Nährstoffe hatte. Man weiß nicht genau, wie mit das eigentlich zusammenhängt. Einerseits hat man eben Strömungen vor Westafrika, die das rübergespült haben. Und auf der anderen Seite sind das eben mehr Nährstoffe, die aus dem Amazonas auch ins Meer geleitet werden. Da vermutet man nun, dass das zusammenhängt mit Düngung, auch mit der Abholzung des Regenwaldes, dass eben deswegen mehr Nährstoffe nun plötzlich abgeführt werden. Und wir sehen das hier. Das sind also äußerst unschöne Szenen. Das Ganze muss natürlich auch freigeräumt werden an den Stränden. Es sieht nicht nur unschön aus, ist nicht nur unangenehm beim Baden. Nein, das Ganze riecht auch noch, und nämlich nicht sonderlich gut, sondern nach faulen Eiern, weil eben bei der Zersetzung an Land dann Schwefelstoffe entstehen. Das ist natürlich ein Riesenproblem für die Touristenregionen dort und aber eben natürlich auch für die Tiere. Und deswegen sind jetzt alle Länder, die damit auch befasst sind, das sind insgesamt 13, die haben jetzt schon Konferenzen auch abgehalten, sich gefragt, was machen wir denn mit dieser ganzen Biomasse? Und dann gibt es schon Versuche, dass man möglicherweise Substrat daraus herstellt, darauf Pilze wachsen lässt, dass man Ziegel daraus herstellt. Man muss also diesem Problem irgendwie Herr werden. Und es gibt sogar Experten, die sagen, in diesem Jahr auch mit der entsprechenden Erwärmung könnte das noch mal sich verstärken. Das heißt, in diesem Jahr könnten wir sogar eine Verfünffachung der Masse vom letzten Jahr bekommen. Also dieses Problem dürfte die Karibik, die USA und eben Südamerika dort noch eine ganze Weile beschäftigen. Puh, sieht ganz schön eklig aus, muss man sagen. Da möchte man jetzt nicht unbedingt reinspringen. Dankeschön, Marie, für diese Erklärung. Sehr interessant.